Moin Leute, guess what day it is? Jo, geht wieder los. Der dritte Spieltag der Fußball-Bundesliga. Buschis Tippspiel, die Top 20 am Ende der Saison, haben nicht nur um die Wurst, sondern um den ganzen Grill gespielt und nehmen dann im kommenden Sommer an der kleinen, aber feinen Grillparty bei mir hier daheim im Garten teil. Mario Basler wird kellnern, Matthias Killing, Andrea Kaiser. Ich werde am Grill stehen. Mal gucken, wer noch so alles kommt und die Top 20 am Ende der Saison. Wir gehen auf die, ich glaube, 24.000 Tipper zu. Ich habe mir sagen lassen, es soll technisch mittlerweile auch alles im Lot sein. Also, ich liege auf Platz 13.000 oder so mit meinen 9 Punkten. Aber das Schöne ist, ich bin ja beim Grillfest auf jeden Fall dabei. Also, kommen wir zu meinen Tipps für den dritten Spieltag. Ich habe das unter dem Motto gesehen: Törchen tun immer gut. Viele Treffer bei mir. Bayer Leverkusen gegen den SV Werder Bremen 3:1. Leverkusen hat mich bisher extrem beeindruckt. Ich bin mal gespannt, wer die erste Mannschaft sein wird, die sie ja so richtig überspielt gegen diese Aggressivität von Roger Schmidt und seiner Mannschaft. Aber bisher sehr, sehr gut. Bayern VfB Stuttgart, das wird eine glasklare Angelegenheit. Je später in der Saison, desto schwieriger werden die Bayern zu knacken sein. Da setze ich auf ein 4:0. Für die Bayern. Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Keine Chance für die Gäste gilt auch hier durch Kagawa. Naja, gut, aufs zweite Tor lege ich mich nicht fest, sonst gehe ich als Prophet durch. Aber 2:0 für Dortmund gegen Freiburg und Kagawa nach Einwechslung trifft. Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg. Hoffenheim für mich ja so ein bisschen der Sleeper. Den traue ich eine richtig gute Saison zu, aber von Wolfsburg halte ich auch sehr viel. Also, was macht man damit? Nein, kein Unentschieden. Ich glaube, Wolfsburg gewinnt 2:1 in Hoffenheim. Also Hoffenheim-Wolfsburg 1:2. Hertha BSC gegen den FSV Mainz 05. Hertha gut gestartet. Mainz nicht. 2:1 für die Berliner. Paderborn gegen den ersten Teppich aus dem Mund nehmen, gegen den ersten FC Köln. Aufsteigerduell. Das riecht nach dem 1:1. Das riecht nach dem 1:1. Borussia Mönchengladbach gegen den FC Schalke 04. Pures Bauchgefühl, das kennt ihr schon von mir. Ich habe Donnerstag noch Jens Keller, den Schalker Trainer, getroffen, hat ein bisschen mit ihm geplaudert. Der wirkt recht entspannt. Ich glaube, Schalke gewinnt in Gladbach. 2:1. Also Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04, 1:2. Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg. Das passt irgendwie. Thomas Schaaf und die Eintracht und Augsburg. Ich glaube, nach der sehr, sehr guten, wahnsinnig guten letzten Saison, das greift noch nicht so. Da hat es ja auch einiges an Personalwechseln gegeben. Frankfurt gewinnt das 3:1. Und Hannover 96, die sehe ich auch am Ende so um Platz 8, 9 in der Tabelle gegen den HSV. Da rumpelt es schon wieder. Welch große Überraschung. Ja, Hannover gewinnt das 2:1. Also, wer eine Chance an diesem Spieltag und generell beim Tippspiel haben möchte, ihr kennt das schon, muss grundsätzlich anders tippen als ich. Und Toni in Madrid. Der liegt ja ziemlich weit vorne, Toni Kroos. Felix habe ich noch gar nicht gecheckt, muss ich gleich mal machen, wo sein Bruder Felix steht. Toni lehnt sich immer ganz schön weit aus dem Fenster und macht einen auf dicke Hose. Also im Fußball darf er es machen, wenn er selbst kickt. Aber im Tippspiel, Toni, ich kriege dich eh noch. Ich meine, der hat deutlich mehr Punkte als ich bisher. Aber den kriege ich. Und jetzt gucke ich mal, wo Felix Kroos steht. Also, das waren meine Tipps zur Bundesliga-Prognose, zum Bundesliga-Tippspiel. Ihr wisst ja, hier geht es grundsätzlich um den ganzen Grill. Tschüss, bis nächste Woche.